Klaus Obermeier, eine kurze Erläuterung mal. Was passiert hier gerade? Viel Licht auf einem großen Turm. Das war jetzt die einfache Variante. es wird gerade, wir machen jetzt Tests mit, weil ich habe verschiedene Sachen vorbereitet und wir testen gerade aus, wie das auch kommt, wie die Beamer funktionieren, wie stark ist das Licht und wie ist die Wirkung jetzt auch, wenn man es von weiter weg sieht. Und das ist jetzt eine Arbeit, die ist nur rein schwarz-weiß, mit ganz schnellen Wechseln. Wir haben gerade bemerkt, wir sind zu schnell für den Beamer, aber dann würde man adaptieren können. Und jetzt geht es darum, welche der Arbeiten man dann im Endeffekt zeigt. Also, oder beide. Beide wäre klasse. Und ich glaube, dass beide sehr gut kommen. Ich liebe diese Arbeit sehr, weil sie einfach sowas von klar ist, nur einfach schwarz-weiß. Wie gesagt, wenn man das... Herr Obermeier, ne? Bei der... Ja, hier geht es einfach darum, dass das sind alles Explosionen, die eigentlich komponiert sind wie Musik. Und es gibt auch einen Soundtrack dazu. Es sind alle geschnitten in musikalischer Time. Und zeigen halt eine unglaubliche Dynamik. Zugleich spielen sie natürlich auf eine ganze Menge Sachen an. Auf unsere Zeit der Zerstörung und Gewalt, aber einfach auch als ästhetisches Ereignis. Also man kann sich jetzt da seine eigenen... seine eigene Interpretation aussuchen. Und es spielt auch ein bisschen auf den Raum an, der gerade völlig umgebaut wird, also auch auf Veränderungen, einfach, die durch Zerstörung auch passiert. Ne? Zum Beispiel hier wurde schon öfters was zerstört in Mülheim und es wird gerade wieder umgebaut, um was Altes zurückzubauen sozusagen. Und wie gesagt, es gibt jede Menge Assoziationsmöglichkeiten und Interpretationsmöglichkeiten. Ja, ganz spontan fällt mir ein, in manchen Szenen sieht es so aus, als ob der Turm tatsächlich wegfliegen würde. Genau, also man hat wirklich das Gefühl, dass der ganze Turm explodiert. Und ja, mir gefällt die Arbeit sehr gut, vor allem hier wäre das natürlich schon, für mich gefällt es auch, wie dynamisch sie ist, wirklich. Wir müssen aber irgendwo eine Zone haben für den Sound dafür, das wäre noch ganz wichtig. Also ich meine, ich finde sie auch total beeindruckend und ich kann sagen, egal welche Arbeit jetzt im Endeffekt genommen wird, ich denke, auf September kann man sich schon sehr, sehr freuen. Danke. Noch mal ein paar kurze Worte zu dem Werk da jetzt gerade. Social Patterns, da geht es darum, um menschliches Verhalten sozusagen, was passiert, auch Leute, die sich treffen und umarmen, Leute, die andere erschießen, Leute, die Militär das marschiert in China und so weiter. Und die Sache ist so, dass immer aus dem, was sozusagen groß wird, wo man hineinzoomt und man zoomt sich quasi durch das Bild durch, entsteht schon wieder das nächste Neue. Und das ist sozusagen eine Metapher für das, dass alles eh sowieso ein absoluter Kreislauf ist und egal was man tut. Und es kommt immer wieder und das sind eben diese Patterns, die auftauchen, also Social Patterns, aber auch Verhaltensweisen sozusagen auch wirklich. Und auch wirkliche Patterns, die sich daraus ergeben. Ja, ja. Klar. Danke. Also, ich würde sagen, das sieht gut aus.